Was für Details hat man denn? Frau, dies, das. Also, ich weiß noch nicht alles. Ich habe nur detailliert ein paar Sachen. Und drei, vier bleiben, also zwei Leute bleiben anonym. Ah, Und der okay. andere macht Cam an. Ah, okay. Stark, stark, stark. Ja, so mäßig. Diese Talks, die wir halt immer führen. Ja, Aber check. heute halt so mit Themen. Ja, okay, geil. Ja, Ja, ich hier, bin dann am mach noch Start eine dann. kleine Reaction oder so, ja. Okay, welches Video soll ich mir reinziehen? Nein, ist auch da. Guck dir irgendwas auf 15 Minuten so. Oh, das hier. Okay, Heide. Ja, Ey, Lucky Luke war wieder in Marseille, oder? Da wollte ich vielleicht hin und ein IS-Sü machen. Jo Leute, bevor euch das Video komplett reinzieht, ganz, ganz wichtig, diese Doku ist nur zu Bildungszwecken und ist dafür ausgelegt, den YouTube-Richtlinien zu entsprechen. Alles in diesem Video dient nur der Bildung und der künstlerischen Freiheit und ich berufe mich hier auf Artikel 5 Absatz 3 im Grundgesetz. Tschüss, was ist denn das für ein Intro, Alter? Was passiert hier? Außerdem distanziere ich mich von Gewalt und Kriminalität und ich rate euch genau das Gleiche. Alle der gefährlichen Szenen, die ihr in diesem Video seht, sind von Profis ausgeführt und sollen auf jeden Fall nicht zu Hause nachgemacht werden. Jo Leute, herzlich willkommen. Ich bin wieder zurück hier in Marseille. Ich bin heute in einem Viertel, das heißt Mirabeau. Dort leben Gitans, die sind bei uns als Gypsies bekannt. Das ist ein Riesenviertel und diesmal was ganz anderes. Die Leute sind hier auch sehr aktiv, die machen deren Dinge. Es ist auch ziemlich gefährlich hier. Es sind viele Leute hier und wir werden mal sehen, was wir wieder heute für euch am Start haben. Wir sind jetzt hier am Tschüss, das sind ja richtig die Eingang Slums. des Viertels. Und wie ihr von den anderen Videos kennt, sind hier überall Barrikaden, damit die Kunden reinfahren können. Und wir gehen jetzt mal ins Viertel direkt rein. Guck mal an der Wand hier, Coffeeshop. Hier wird verkauft, hier wird Geld gemacht. Hier ist alles Mögliche. Wir sind hier mit einem Rapper am Start. Was passiert hier? Familie Maras. Voilà. Vous êtes dans le camp Mirabeau. Merde ist crazy, Chat. C'est que des voyageurs là. On rassemble pas, on divise. Und guck mal, was er auf seiner Brust geschehen hat. Guck mal hier. Guck mal hier. Nur Gott kann mich richten. Voilà. Das. Seul Dieu peut me juger, ça veut dire, en allemand. Perfekt. Manouche, la pire des races, mon cousin. Lass uns reingehen. Voilà, on est manouche, la pire des races. On rassemble, on divise pas. On s'entend bien avec tout le monde. On fait du cab un peu. Voilà, il y a les enfants, un peu des jeunes, à filmer. Là, là, c'est chill, c'est chill. Bruder, seine. Bruder, warum macht er denn so? Warum machen die alle so auf crazy? Einfach alle auf Gangster. Sammy ohne Rap La Rue ist crazy, Chat. Mettez-vous en valeur, les gars. Vous avez peur de la caméra ou quoi? Jo, Leute, wir gehen jetzt rein zu deren Dealpunkt. Stellt euch mal vor, ein Gar. Was ist mit euch, Chat? Warum seid. Tschüss, was ist das denn? Ein paar gute Sachen hier am Start: Haschisch, Gras, bisschen Cash. Was haben die hier Schönes? Ele Bogis. Oh, er macht sein Business hier. Ele Gis. Geil, geil. Geil auf jeden Fall, Mann, echt, wirklich. Let's go. Kokaina. Oh, ein bisschen Abiat, ein bisschen Kokain auch. Und hier steht der Typ. Die Autos kommen rein, fahren hier hin, er bedient sie und dann geht's weiter. Ist schon ganz crazy hier, weil es ganz ungewohnt ist. Nicht so wie sonst, wie wir immer in den anderen Vierteln, diese ganzen Hochhäuser und so. Das ist einfach das ist so richtig, richtig crazy einfach. Alles Minihäuser. Jeder hat das bestimmt schon mal von euch gesehen in irgendwelchen Filmen oder so. Dort hinten das Zeichen Marseille. Marseille. So wie in Hollywood. Wieder nächster Kunde. Und ab nach hinten, hol deine Sachen, Bruder. Gerade wieder einen Kunden gemacht. Kunden machen mit einem Auto, Drive-In. Das Ganze ist wie McDonald's, Mann. Wie McDonald's das Ganze. Reinfahren, abholen, rausfahren. Zwischen den ganzen Hochhäuserblocks und den Bergen sind wir einfach hier in so einem Gitanviertel. Die haben ja so eine eigene Ethnie, die sind irgendwie deutsch, aber irgendwie sind die auch, ich will das Z-Wort das nicht sagen, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Aber es ist auf jeden Fall lustig zu sehen, ja. Ils ont pas inventé le drapeau, c'est nous qui on a sorti le drapeau. Verstehst du ein bisschen deutsch? Pas trop, manouche, romanichel. Allemand, j'arrive pas trop raté en allemand. Also anscheinend versteht er mich nicht. Aber die haben irgendeine eigene Sprache, glaube ich. Lové, tu sais ça dire quoi, Lové? Les sous, son attaille, la maison, un cimetière, un chien, un jockey, voiture, vago. Bruder, die ganzen Leute in Marseille,
denen wir gesagt haben, dass wir hier hinkommen. Die haben uns alle gewarnt, die meinten hier, Mirabeau ist richtig gefährlich und so. Warum passiert das? Warum sagen die ganzen Leute das? Jamais de la vie. On est tout gentil ici. On rassemble avec tout le monde. On divise pas, on rassemble. On est bien. On est une race aimée. Nous, on aime tout le monde. Que ce soit arabe, français. Nous, on est des Français. On est pur français. Mais on a la manouche dans le sang. On est né, mais on est manouche. Bruder, stellt euch vor, der jumpt euch, Chat. Mit seiner Vape in der Hand. Wie, Digga. Die Vape ist einfach. Also. Ich will niemanden disrespekten oder so. Aber stellt euch vor, der kommt und versucht euch zu jumpen. Das ist crazy. One hit. Das ist krass. Halbes Sehnchen. Fallrückzieher. Ein Knie. Boah. Volley, One Tap. Wegschnipsen ist crazy. Wegschnipsen ist krass. 50 HP. Das ist krank. Der macht nur 10er Hits. Ihr seid sowieso heftig, Chat. Sowas, das ist krass. 25 Cent. On est français plus que tout le monde. T'amons tout, à Manouche, ça veut dire je t'aime. Eux qui nous cherchent pas la merde, on cherche pas la merde. On est une race. On est une race, nous. On est polyvalent à tout. Ferraille, toiture, mécanique, tout ça tu veux, on sait le faire. Les toits, tout, l'herbe, on sait tout faire, nous. On en est même en or. On en est vaste, les vastes, en or, bien de sur la taille. On sait travailler, nous. On a les mains en or. On n'est pas sauvages. On s'entend bien avec tout le monde. C'est les gens qui parlent de nous. Ils semblent dire que de la merde, les gens. Mais nous, on est bien avec tout le monde. Hier haben wir deren Graffiti von deren Coffeeshop, direkt neben deren Barrikaden, wenn man reinkommt. Ja, erzähl. Aber das kann doch nicht sein, dass sie ihre eigenen Barrikaden haben. So, die Polizei hat einfach losgelassen, oder was? Uns, Bruder, wofür ist das gut? C'est pour attirer tous les clients et faire savoir aux clients qu'ici il y a un four qu'on vend aussi notre propre résine à nous, qu'on vend aussi notre propre cocaïne. On fait de l'argent dans tout, comme disent les cousins. Dans tout, sauf dans le meurtre et le PD, on le fait pas. Bruder, wir sind es ja gewöhnt, dass wenn hier die Späher stehen in Marseille und die Polizei kommt, die Leute schreien immer Ara und so und so und so. Wie ist es hier? Ihr seid ja ein bisschen anders. Ihr habt ja euren eigenen Style hier. Was macht ihr, wenn die Polizei kommt? Ici, quand on a les Schmidt, cousin, c'est simple. Genre, on va pas crier Ara. Ici, on est 50 voyageurs de Manouche et on comprend pas trop ça. Alors, pour comprendre ça, nous ici, on crie Darta. Darta, ça veut dire attention en Manouche. Ça veut dire fais attention. Darta, les clistés, ça veut dire attention la police. Voilà, nous on crie comme ça, cousin. C'est les 50 voyageurs Manouche, comme ça on comprend, on crie comme ça. Il n'y a pas de mal, c'est comme ça, cousin. C'est pas pour ça qu'on est aimé. Si vous restez là un peu, que vous allez filmer, en principe, vous allez voir là, s'il va rentrer une patrouille ou quoi. Vous allez voir, je vais crier, ça va crier Darta. Et les petits aussi ici, ça crie Darta. Tout le monde crie Darta ici. Les gens, ils sont venus de l'Allemagne faire une vidéo avec nous. Voilà. Et force à lui. Force et honneur. Je donne la force au monsieur qui est avec nous. Merci. Voilà. On voudrait une kleine Runde. Les gars, là, on va présenter le quartier. On va présenter un peu. Là, nous, on se mouille. Ici, on se mouille beaucoup ici. Et là, tu as les coques de combat. Oh. Cool. Die machen die Hahnkämpfe, glaube ich, mit diesen Hühnchen da hinten. Was? Geklaute Autos, alles, Wohnwagen. Ganz anderer Lifestyle hier, ja. Voilà, quoi. Der Kleine gegen die Hühner. Das ist eine richtige Siedlung hier einfach. Ein Camp offiziell. Wird ja auch Camp genannt und das ist es auch wirklich. Und ein neuer Kunde wieder. Alter Kunde geht raus. Einfach Kennzeichen linken, ja. Neuer Kunde kommt. Okay, Bruder, erzählt uns mal ein bisschen genau. Wer seid ihr eigentlich? Was seid ihr für Menschen? Von wo kommt ihr?
Was ist eure Herkunft? Erzähl uns ein bisschen von euch. Ouais, d'accord, vous avez compris ce que vous voulez savoir un peu. Vous voulez savoir un peu nos origines, comment on marche ici, c'est quoi, d'où on vient, pas d'où on vient. Et on est une très grande famille. Il y a beaucoup de familles chez nous. Il y a de tout, il y a des voyageurs, il y a des gitans. On est tout, cousin. Manoucho, espagnol, gitan, maras. Il y a même de la famille arabe dedans, du Chaoui, il y a du Kabyle. Même on est grand, on a de l'allemand aussi, du Yéniche. On est une grande famille. Après, voilà, si vraiment, vraiment, on réunit toute notre famille, notre famille partout, en Allemagne. Man, was, Frau Marie, Bramarie, Bramarie, Hamarie. Ihr müsst euch das Ganze so vorstellen: Das ist ja ein Viertel, wo alles nur Z-Leute wohnen. Ich will es jetzt hier nicht so laut aussprechen. Und, Was heißt Z-Leute? Das Tosswort? Deswegen, die leben hier komplett in ihren eigenen Regeln. Wir haben auch mit ein paar Leuten hier gesprochen, die so im Umland wohnen. Die haben uns erzählt, dass sie so verbarrikadiert wohnen in dem Viertel. Und hier praktisch, deren Leben sich nur hier stattfindet. Die gehen nicht zur Schule, die gehen nicht arbeiten, die Leute können hier nicht lesen, die können hier nicht schreiben. Wenn ich mit denen reden muss, muss ich so Übersetzer anmachen mit Sprache und so, um zu verstehen, was ich meine. Und ja, die sind hier, die verkaufen Drogen, die klauen Autos, die machen Hahnkämpfe. Das ist deren Leben. Und wir wollen was über deren Leben erfahren. Wir wollen heute noch was mehr über ihr Leben erfahren, mehr als gestern. Und deswegen bin ich gespannt, was der Tag so bringt. Madenko. Am meisten tun mir die kleinen Kinder leid, die da reingeboren wurden. Also die da reingeboren werden und denken so, das ist so das normale Leben. Die Leute, diese Infrastruktur, die hier haben, wird nur von denen kontrolliert. Die haben hier keine Leute, die hier hinkommen und wie Hausmeister oder irgendwas, die machen hier alles selber. Wenn die Wasser brauchen, gehen die hier hin an dieses Loch, was ihr gerade gesehen habt, drehen was im Boden und dann kommt Wasser raus. Hier gibt's keine Regeln, kein Staat. Auch alles andere, nicht nur die Wasserversorgung, sondern auch Elektrizität. Wie man zum Beispiel hier sieht, diese Stromkästen sind einfach aufgebrochen. Alles läuft unter deren Hand. Die sind Handwerker, die machen den ganzen Scheiß hier selber. Die kontrollieren das, die klauen Strom. Von den Strommasten klauen die, verbinden es mit deren Wohnungen, damit die hier keinen Strom zahlen. Und der französische Staat will einfach, dass diese Leute unter sich bleiben. Weil die sind in deren eigenen Welt und die integrieren sich nicht in diesen Staat. Die haben deren eigenes Gebiet und niemand interessiert, was die hier machen. Der Staat zahlt denen monatlich Geld, dass sie einfach nur hier bleiben und hier können die machen, was sie wollen. Und sowas gibt es einfach in Deutschland nicht. Und das ist mitten in Europa das Einzige, glaube ich. Guck mal, Leute. Das ist schon heftig, Digga. Da sind wir ins Viertel reingelaufen und hier, direkt dahinter, ist so wie so eine Müllhalde, das haben die einfach selber gemacht. Hier liegt jeglicher Scheiß. Wenn die zum Beispiel Autos klauen, dann nehmen die Teile, die rausholen können, nehmen die raus, die die verkaufen können oder die benutzen können. Und den Rest werfen die einfach hier hin und verbrennen den ganzen Scheiß. Die hatten früher hier alle Wohnwegen und sowas und haben so in so Siedlungen gewohnt. Die wurden aber alle geräumt. 2022 hat der Staat hier probiert, viel wegzumachen. Aber es ist noch immer noch riesen viel Scheiß, der hier rumliegt. Und alle Sachen, die klauen, die nicht mehr brauchen, verbrennen die hier, werfen die hier hin. Und hier ist einfach ganz anderes Level, ganz andere Welt. Guckt euch mal an, ob Autoteile, Reifen, Müll. Hier ist irgendwie auch ein Teil von einem Auto. Was zur Hölle, Digga? Diese vordere Lippe, der ganze Scheiß, überall Reifen. Es geht bis nach ganz da hinten. Alles Mögliche haben die da. Hier ist zum Beispiel eins von diesen Autos, direkt neben dem Eingang vom Coffeeshop, was 100% geklaut ist. Sogar die Kleinen machen ihr Geld. Ich schwöre auf alles. Die hier tun mir am meisten leid. Digga, der wird da reingeboren, der denkt, das ist cool. Der kennt das ja gar nicht anders. Ich schwöre, dieser kleine Junge, der kann nichts dafür. Nichts, nada, niente, gar nichts. Der wird da reingeboren, denkt, das ist die Realität und lebt das einfach so. Der weiß ja nicht mal, was Kriminalität ist. Ich glaube, der weiß nicht, was Kriminalität ist und was gefährlich ist. Der checkt das ja gar nicht. Für ihn ist das Normalität. Wir zeigen euch jetzt ein Erlebnis, was ihr niemals in Deutschland sehen wird, nämlich Hahnkämpfe.
ganz normales Ding bei diesen... Oder will ich gar nicht... Will ich eigentlich gar nicht sehen. Ich will... Also mich... Also das ist so eine Sache, finde ich sehr ekelhaft. Leuten, die verbinden zwei Hähnen die Augen, damit die aggressiv werden und lassen die gegeneinander kämpfen. Warum? Und dann wetten die mit Geld darauf. Zieht euch das jetzt rein. Guck mal, im Endeffekt sieht den kleinen Jungen. Er nimmt sein Honey. Er nimmt sein Geld, er nimmt sein Geld. Alle setzen deren Wetten drauf. Und jetzt gibt es einen kleinen Fight. Was eine Scheiße, Digga, ich schwöre. Real Talk, was eine Scheiße, Digga. Ernst. Helikopter. Das sind die Gendarmen, Gendarmen. Ja, ich aime pas la violence. Dass er das mit dem Video auch noch promotet, da sage ich ehrlich gesagt, finde ich nicht, dass er was dafür kann, weil er zeigt, das finde ich cool, er zeigt wirklich alles. Wisst ihr, wie ich meine? Boah. Es wird langsam immer voller hier. Mehr Leute, mehr Motocross. Jetzt hat auch einer einen Quad geholt. Dort hinten. Die lieben hier Gold. 1, 2, 3, 4. Und an seiner Hand noch. Typisch. Langsam wird es ja immer voller. Mehr Leute, mehr dies, mehr das. Wir haben noch ein, zwei Sachen euch zu zeigen. Danach machen wir ein kleines Musikvideo, drehen wir hier. Und danach grillen wir ein bisschen, damit wir den Tag auch noch ein bisschen was essen können. Heute ist ein verdammt heißer Tag. Und jetzt machen wir eine Ghetto-Abkühlung. Alle am Chillen, Oberkörper frei, neben den Ghetto-Springbrunnen. Leute, ich sag euch ehrlich, nach so einem warmen Tag, diese Abkühlung tut todesgut. Einfach die brechen diese Rohre vom Start auf, um daraus ein Freiluftschwimmbad zu machen. Beste. Mit Strandbuggy. Jo Leute, seht ihr diesen LKW da hinten? Guck mal da hin. In diesem LKW haben die Waffen und Drogen verkauft. Und die müssen die jetzt entsorgen, weil die damit viele kriminelle Sachen gemacht haben. Und so entsorgen die einen LKW. Oder mach das doch irgendwo, also fahr doch irgendwo rein und mach das dann. Warum an der Straße? Hä? Das ist Ghetto, meine lieben Freunde. Nicht Deutschland. Das ist Ghetto. Die machen, was sie wollen hier. Anik wird ganz schön heiß. Puh. Da vorne ist das Viertel. Jetzt gehen wir direkt wieder rein. Ach du Scheiße, Alter. Die verbrennen einfach mitten auf der Straße einen LKW. Jo, Leute, ich anschaue. Daneben sind auch noch Bäume und so. Scheint, juckt das hier gar keinen. Die haben gerade irgend so ein älterer Mann gekommen und meinte, mein Sohn hat diesen LKW gestohlen. Und er hat irgendwie da Drogen und Waffen drin gehabt und die meinten, geh mal schnell verbrennen. Einfach, man sieht direkt hier neben dem Marseille-Zeichen den Rauch überall und immer noch keine Polizei da, kein Feuerwehr, kein nix, interessiert niemanden hier, niemanden. Hat übertrieben lange gedauert, bis die endlich mal vorbeikommen, ja. Interessiert hier, wie gesagt, niemanden. Nach einer Stunde, wenn dieses Teil schon fast ausgebrannt ist, kommen die erst vor. Oh, Prachtexemplar. Sehr, sehr hübscher junger Mann. Ich hoffe, er kann gut kämpfen. Wir les achètent cher, on les prépare et on les met aux arènes. Et on parie beaucoup d'argent dessus. Qui parie des voitures, des grosses voitures dessus et tout. Il y en a que ça parie des putes et tout le sang dessus. C'est la famille, les gars. On apprend à tenir des combats. J'ai un verdammten Kampfhahn auf meinen Arm. Zieht den. Das ist heftig, ja. Durch rein, bester Mann. Nix, bester Mann, Digga.
Kleine Spielzeuge hier. Oh, gut, gut. 9 mm. Und für die ganzen Leute, die ganzen Helden, die sagen, keine echten Waffen, aber ist nicht echt, wa? Guck mal, was für ein schönes Projektil. Einmal nachladen, bitte. Peaky Blinders Marseille. Mittendrin im Wohnwagen werden die Waffen nachgeladen. Bisschen Action. Peaky Blender. Oh, schöne Platten. Die Leute hier von Coffee Shop machen noch ein bisschen Geld. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir fahren jetzt in das zweite Lager von denen. Da sind auch sehr, sehr viele von deren Familien. Und wir drehen ein bisschen weiter den kleinen Musikvideoclip. Einfach Freestyle, einfach aus dem Nichts rausgeholt. Leute, wir sind jetzt hier im zweiten Teil. Mirabeau 2, also Mirabeau 2. Ist auch sehr, sehr... Einfach mit Hindern. Ein sehr, sehr riesiges Gitarrencamp. Wir fahren da gerade rein. Guckt euch das an, man sieht da hinten direkt diese. Ja. Dient zur Aufklärung ein. Also muss ich auch sagen, das gerade dient nicht zur Aufklärung. Oder er nimmt so einen Hahn in die Hand und sagt, bester Mann, und obwohl er weiß, dass da damit gekämpft wird. Wisst ihr, wie ich meine? Das hat nichts mit Aufklärung zu tun. Weiß ich nicht, Chat. Fühlt ihr das, was ich sage? Digga, du nimmst doch... Der hat sich voll gefreut währenddessen, hat das voll gemerkt und dann sagt er, bester Mann. Keine Ahnung. Der muss da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Bei manchen Sachen. Er führt das ein bisschen zu sehr, ja, ja. Diese Flaggen, das sind deren Flaggen. Ihr müsst euch vorstellen, jeder, der hier wohnt, ist einfach von deren Familie. Es sind so wirklich riesige, riesige Gypsy-Familien. Guck mal. Das größte Gypsy-Camp, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Jo Leute, wir sind jetzt im zweiten Teil des Gypsy-Viertels. Mirabeau 2 heißt das. Wir sind dort reingekommen durch das Viertel. Und das ist auch wieder so eine Art Drive-In. Man fährt hier rein. Dann seht ihr hier an den Wänden diese Flaggen. Das sind die Flaggen von den Gypsies. Das ist praktisch deren eigenen Flagge. Die Kunden drehen hier einen Kreis rum mit ihren Autos. Wenn die hier ankommen, kriegen die ihre Sachen und hauen direkt wieder ab. Und so wie wir es aus Marseille kennen, steht dort oben ein Gitter. Da, wenn ihr genau dahin guckt, zwischen den Bäumen, mitten an der Autobahn, steht ein Typ mit einem Walkie-Talkie, der schon mal guckt, ob von der Autobahn Polizei kommt. Und falls Polizei kommt, dann wie immer, wie man es Marseille gewohnt ist, Walkie-Talkie raus oder schreien und dann wissen die alle Bescheid. Aber im Endeffekt, oft kommt die Polizei hier nicht hin, weil die wirklich mit den Menschen hier drin nichts zu tun haben wollen. Ihr habt selber gesehen, die haben vorhin ein geklautes Auto, einen geklauten LKW verbrannt mitten an der Straße. Es ist am Ende Feuerwehr gekommen. Aber keine Polizei, weil es die Polizei einfach nicht interessiert. Die wissen, was hier abgeht, die lassen die Leute hier in Ruhe und ihr eigenes Leben leben. Jo Leute, wir machen hier einen kleinen Kunden erstmal schnell. Hasch, alles, shit. Was Leckeres aus dem Coffeeshop. Die kleine Kasse, die die jetzt gerade gemacht haben innerhalb von ein paar Minuten. Durch das Drive-In. Noch hier ein bisschen Shit, hier ein bisschen Shit. Cash, Money, Money. Einfach deren Kultur hier, guck mal. Vater, danke für den Kopf. Digga, das ist heftig schwer, oder? Guck dir den an.
Jo Leute, das war's mit der Folge aus Mirabeau. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Danke, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gebt diesem Video ein Like. Gebt mir einen Kommentar, falls ihr Ideen habt, wo ich nochmal hinfahren soll oder mit wem ich drehen soll. Ihr würdet mir auch damit helfen, den Algorithmus ein bisschen anzukurbeln. Auf jeden Fall folgt mir auf Instagram, um up-to-date zu bleiben, wo ich bin, was ich mache, wo ich als nächstes hingehen werde. Und ich danke euch allen. Bailando los brazos levantados, por todos se mueven chao. Pesamos mucho, no tengo falta de una pesa para espesar los cachillos en mi mano que peso las grifas que vendo, somos bandidos. Lo tenemos por la sangre, no por culpa de la droga, pero por culpa de nuestros cojones. Te acercan porque tuviste la plata, acto de barbarie, te cortamos a la hacha. Todo eso solo da más pa' tu vista hoy por tu culpa. Ach du Scheiße. Ja, okay. War wirklich ein Video, wo ich sage, krass, also, dass es so eine Community gibt, die einfach so komplett von dem Staat gar nicht so war, also ignoriert wird und gesagt wird, ey, macht euer Ding. Manche Sachen waren nicht so cool, das mit diesem Hühner-Ding und so. Fand ich schon crazy. So, mach deine Sache, aber warum an so an Tieren da? Die Leute, die da hinkommen und sich irgendwelche Drogen kaufen, die machen das mit ihrem eigenen Willen und machen das einfach so. Aber die Hühner, das ist crazy, kann da nichts für. Ich schreibe meinen Namen an bei allen großen Streamern in den Chat, wenn ihr mich unterstützen wollt. Sehr viel Geld und Namen, was ich möchte. Ja. Ja, zu denen oder was? Digga, natürlich gehen wir dahin. Hör mir zu, ey, hör mir zu. Ich hab sogar Zeug, ich hab sogar Henna Zeug. Ach, Walla, ihr seid richtige Nichtsgönner, ist das Geisteskrank. In Gamescom, ich mach dir diese Mike Tyson-Tour, ich hab sogar noch Sticker. Signal geht, ist das krank. Ey, was geht hier ab, was geht hier ab? Alter Schwede. What's up, man? Ey, what up in the building, Alter? What up in the fucking building, Alter? Fuck me in the ass, Digga, fuck me in the ass. Fuck him in the ass. Du kannst auch die 50 Subs jetzt schon, ich breche einfach ab, Digga, alles gut, Bruder. Ey, Rohr, hast du gestern I Can Miss You gesungen, ja? Was für I Can Miss You? Hä? Wie I Can Miss You? Hier, my phone is number. Don't call me baby. Hast du gestern gesungen, hä? Call me baby. Ja, ich hab nicht gesungen. Oh, Alter, meine Beine, Bruder. Ey, sei mal ehrlich, mach mal jetzt so 10 Kniebeuge. Bruder, niemals im Leben. Bruder, heute ist doch mal viel schlimmer als gestern. Ich stöhne Alter. Bei jedem Aufstehen und Hinsetzen. Bruder, kannst du laufen? Lauf mal bitte im Stream jetzt. Nein. Lauf mal. Ich kann nicht, Junge. Ich schwöre, mir geht's richtig schlecht, Digga. Sag mal, zeig mir, wie du läufst. Ich will das sehen jetzt. Ich kann nicht aufstehen. Du verstehst nicht. Aufstehen. Ah. Ah. Kann nicht. Bruder, guck mal, wie ich laufe, Chat. Das ist nicht mehr normal. Ehrlich, also so läufst du eigentlich normal auch. Ey, geht's los? Ey, hast Josef! Hast du wieder zugenommen? Nein, Mann. Ey, Jungs, komm mal in meinen Discord. Sind die Menschen bereit geschickt. Oder was? Ja, komm mal in meinen Discord. Aber... Komm mal in meinen Discord, wir machen ein Ding. Dort kann man. Warum Josefs Discord, ja? Digga. Oh. Alter, okay, mach mal da. Zurücklehnen, Digga. Zurücklehnen. Oh. Okay, erklär mal, was du hier vorhast, Josef. Du kleine Wichser. Monte kommt jetzt hier rein und redet über seine Spielsüchtigkeit. Ich schwöre, weißt du, rein, 800 Leute haben mir geschrieben, komm, lass Monte rein. Hol Monte rein. Rede, so. Josef. Was passiert? Ja, warte, hier? Ich hab kein Problem mit Cam. Rede mal ein bisschen, Digga. Ich hab keinen Bock, heute zu reden, mach du einfach alles. Ey, bist du auch so kaputt? Auch im Kopf kaputt? Ja, seid ihr zurück, seid ihr so voll high, so voll. Bruder, du weißt nicht, was in dieser Halle alles passiert ist. Ich schwöre dir, in dieser Halle sind Sachen passiert. Hat nur gefehlt, dass ich in den Arsch gefickt worden bin. Dann erzähl du mal, was da passiert ist. Wir haben jetzt noch ein paar, zwei, drei Minuten. Bruder. Diese Kniebeugen. Bruder, diese Squats da, genau. Wie viele musstet ihr machen? 500 Squats oder was? Ach, keine Ahnung, ich hab. Wie viel? Abu hat ab 100 abgebrochen. Er hat nur 50 gemacht. Stark, aber ja. Kniebeuge sind echt hart.
Hätte ich einfach weniger gemacht, hätten wir gar nicht so viel machen müssen, Walla. Ja, Walla. Ja. Aber es war trotzdem, die Atmosphäre war trotzdem geistkrank, gell? Sowas gab es damals nur einmal im Jahr, jetzt musste man das öfter machen. Oder jetzt kann man das auch öfter machen. Okay. Erklär mal, was du geplant hast. Du kennst doch unsere Talks, die wir immer nachts machen. Ja, diese Talks, die wir immer nachts machen, aber jetzt haben rede, wir... Rede. Hör doch zu, Ich habe auf Insta gepostet, ich brauche einen, der eine Firma gegen Wand gefahren hat mit Spielsucht und sonst was. Ich finde das Thema so krass interessant. Okay. Ich will einen im Talk haben und ich hatte so ein bisschen was im Kopf, aber ich dachte nicht, dass es so extrem wird. Leute haben mir geschrieben, Frau verloren. Familie, er ist abseits von seiner Familie gegangen. Er hat 100.000 Schulden. 100.000? Er hat Verträge abgeschlossen. 100.000. Wir haben auch, glaube ich, einen der höchsten, glaube ich, mit 200.000 Schulden. Hat Verträge abgeschlossen, hat die Handys verkauft, um weiter zu spielen zu können. Da kenne ich jemanden anderen, der hat Handys geklaut, um weiter zu spielen, aber egal. Ja, erzähl dir die fiktive Geschichte. Nee, ich kenne jemanden, der hat so vom Mediamarkt PlayStation-Spiele geklaut, um sein Geld zu bezahlen. Ja, den kenne ich auch, Alter. Den kennst du, oder? Den kenne ich auch. Ja. Maus, möchtest du mal was bevor erzählen? Bevor Chat denkt, dass ich das war, Digga. Ich Chat Ja, oder? Maus? Du machst sowas nicht. Du machst sowas nicht. Ich kenne den aber. Ne? Ja, klar. So, und dann haben wir sogar noch einen. Redet ihr mal. Ich würde erstmal anfangen so. Würde mich auch interessieren, ja. Habt ihr schon mal Erfahrungen mit Spielsucht gehabt? Junge, ich war, warte mal, als ich das erste Mal 18 wurde, hat mich Mert mitgenommen, ja? Was laberst du da, Junge? Ich war noch nie mein Leben spielen, Digga, ist ja dumm. Lass mich aussprechen. Rede, also direkt. Also ich hab einen Freund. Ruhe, mal kurz, ganz wichtig. Er muss reden. Nein, ich hab einen Freund, der heißt Julian, der war sehr spielsüchtig. So, aber ich hab noch nie mein Leben gespielt. Mert hat dich mitgenommen, als du 18 warst und hat dich direkt in die Spiele mitgenommen. Okay, rede weiter. Ja, das stimmt. Ich sag dir ehrlich, ich hab Erfahrung mit diesen Shisha-Bar-Automaten. Und das krasse ist eigentlich. Du kriegst Rückgeld, du machst 2 Euro rein. Was? Diese Shisha-Bar-Automaten, du kriegst gerade so Rückgeld, dann machst du so 2 Euro in den Automat rein. Und spielst diese alle spitze. Auf jeden Fall hat uns fast mein Vater erwischt, danach sind wir nie wieder hingegangen. Echt? Ja, der ist uns hinterhergefahren. Ja, aber das ist gut, dass man so Respekt davor hat. Maus hat damals seine Spielothekentour gemacht, der war 48 Stunden lang Spielothek. Was er labert. Das, was wir Win-Challenge gemacht haben, er hat Win-Challenge damals in Spielothek gemacht, da musste jeder Automat einmal hochdrücken. Was er labert, der ist das krank. Er labert Win-Challenge an Automat. Top, Leute. Ey, okay. Ja, lass deinen reinholen, oder? So, ich würde sogar direkt den ersten reinholen. Ich glaube, 3 sind anonym. Die sollen von mir aus alle anonym sein, keiner muss außer zeigen, einer, ja. Der letzte ist sogar rausgekommen und ist sogar ein bisschen so mäßig Boxprofi geworden. Also macht so Taekwondo und keine Ahnung was, Karate und sowas. Okay. Ich zieh den ersten direkt rein. Okay. Hallo? Am Ende ist 13 Jahre alt, ja. Nein. Was geht ab? Hallo? Hallo. Yo, was geht? Was geht, super. Wie geht's dir? Hallo. Sehr gut. Alles Beste für euch. Okay, auch gut, ja. Als allererstes, bevor wir anfangen, wolltest du anonym bleiben? Aber muss nicht, Name, Alter, ist okay. Nee, muss nicht. Ja, aber also der lässt aber die Cam aus. Cam lässt aus, ja. Okay, alles klar. Okay, wir nennen dich Jonas. Jonas, was geht? Nein, ich heiße Patrick, das ist kein Geheimnis, alles gut. Ah, Patrick, okay. Pat, Alter. Patrick. Yo, Pat, Mann. Super. Du kannst mal direkt erzählen, was du mir in so einer Kurzform geschrieben hast, dass ich das erstmal noch im Kopf habe und dann mal wieder also, da reingefallen bist, dies, das. Ja. Also ich bin jetzt 26, ich habe mit 18 angefangen und bin jetzt seit ungefähr 2,5 Jahren trocken sozusagen, also ich spiele nicht mehr. Mit was hast du angefangen? Mit Zocken, Bruder, Automaten. Also hast du bei Merco, bei Merco dann so oder? Nee, Spielothek? Also ich war... Wie gesagt, ich bin 18 geworden. Vorher war ich ein anständiger Junge, ein bisschen geraucht, gekifft, was man halt so macht, wenn man dumm ist und jung. Mhm. Und an meinem 18. Geburtstag, wie Maus Abi eben gesagt hat, so ungefähr, hat mein Cousin mich damals mitgenommen. Ich hatte ein Fovio auf Tasche. Aha, okay.
gespielt und irgendwie 500, 600 Euro gewonnen und so hat es halt angefangen, ne? Was hast du gespielt? Oh, Fish and Frenzy, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Mac Automat. Oh, ja, ja, kenn ich. Richtiges Bastard-Spiel. Ja, richtiges Bastard-Spiel. Wie, warte mal, beim ersten Mal hast du schon 600 Euro gewonnen? Ja, ich wusste nicht. Ja, und das ist das Schlimmste. Digga, das ist krank, aber. Das bedeutet, warte mal kurz, Geld. Erzähl mal bitte genau, 10 Euro, 20 Euro, wie viel hast du reingesteckt, wie viel Fach hast du gespielt? Wenn ich das wüsste. Wie gesagt, ich hatte einen Fubi auf Tasche, der war dann irgendwann in dem Automat. Ich hatte keine Ahnung von Einsätzen. Diese 20 Cent Fach, 30 Cent Fach, wusste ich nicht. Ich habe einfach gespielt und irgendwann kam mein Cousin und gesagt, was ist mit dir los? Ich gesagt, was soll los sein? Ja, du hast 500, 600 Euro auf du. Und dann, ja, ich habe es gar nicht gecheckt, das. Warst du an dem Tag, warst du besoffen? Also du hast ja Geburtstag gefeiert, oder? Nein, jetzt war unter der Woche, ich war nicht besoffen. Ah, okay, ich dachte, du hast deinen Geburtstag gefeiert. Nein, nein. Geburtstag feiern heißt besoffen sein, Josef. Nee, ich dachte feiern. Er war mit seinen Jungs, war 18. alt. Nein, ist mein Ding. Okay. Nein. Okay, und wie bist du weiter rein? Rede einfach. Ja, Digga, ist halt so, ehrlich gesagt, ein schleichender Prozess. Man merkt es nicht. Man geht das nächste Mal hin, man geht wieder hin, man verliert, man gewinnt. Man checkt das erst gar nicht so. Und dann, mit dem Zocken gehen so zwei Sachen mit, also einher, sag ich mal. Erstmal muss man Geld beschaffen und zweitens, man fängt an zu lügen. Man redet sich die Welt schön, man belügt andere Leute. Das stimmt, ja. Ja, und dann gehst du halt immer wieder hin. Dann kam natürlich Online-Casino, auch von gewissen Streamern. Ne, gesehen oder auch generell bei Instagram, man kennt es, man scrollt da durch und man sieht irgendwelche Leute gewinnen. Ah, echt? Hast du dich damals leiten lassen, ja, von Streamern? Nee, aber also was heißt, man hat selbst schon ein bisschen an Automat gezockt, dann hat man das auch geguckt, die haben halt natürlich 100, 200.000 Euro gewonnen, dann denkt man, man kann es auch. Crazy. Ja, und so, so geht's dann los. Dann verzockt man sein Gehalt. Ich meine, gut, damals war dein Gehalt? Also, so 2 Mille. Okay. Wow. Das alles gut. Hast du verzockt? Ja, ja, easy. Also mehr. Man hat sich ja noch Geld geliehen, man hat Geld besorgt. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht, um dir Geld zu besorgen? Ja, wie ich dir geschrieben hatte, ich habe irgendwann auch Verträge abgeschlossen, die Handys verkauft. Was für Verträge hast du denn abgeschlossen? Vodafone, Telekom, iPhone. Aber auf wessen Namen? Auf deinen Namen alles? Eins, zwei auf meinen Namen und dann natürlich auch auf andere Namen. Also gab dann auch Anzeigen wegen Betrug, alles Mögliche. Der Trick ist ja dabei, also was heißt der Trick? Du willst ja ganz schnell Geld, ja, aber du kannst dir keinen Kredit holen oder sonst was. Hör mir zu, du selber. Du gehst da einfach Vodafone, machst dir das neueste iPhone, hast einen Vertrag mit monatlich, keine Ahnung, 20, 30 Euro, nimmst das Handy, ist schon verpackt und dies, das, und verkaufst es einfach bei einem nächsten Kiosk oder sonst was für 600 Euro. Aber er sagt doch, er macht das nicht auf seinen Namen, sondern er doch auf andere. Er hat auch auf seinen Namen gemacht und auf andere. Ja, ja, die ersten 1, 2 gingen auf meinen Namen und dann halt auch auf andere Namen. Ne? Freunde und Familie oder Freundin oder wer? Ja, alles. Ist egal. Freunde, Familie, Fremde. Was man halt so auf der Arbeit irgendwelche Namen gelesen. Krass. Aber wie geht das, Bruder, auf der Arbeit Name gelesen und dann Dings ohne Ausweis? Wie geht das? Also ich weiß nicht, ob es heute noch geht, aber früher war es relativ einfach. Also ich bin jetzt nicht in den O2-Laden des Vertrauens gegangen. Ich bin halt zu dem, ich weiß nicht, ob man es so sagen darf, zu dem Türken um die Ecke gegangen und habe da meinen Vertrag abgeschlossen. Okay. Und, Bruder, aber dieses... Wenn du auf deinen eigenen Namen einen Vertrag machst, für, sage ich mal, monatlich 40 Euro, dass du ein Handy kriegst, aber du musst das jetzt 2 Jahre durchgehend zahlen. Du hast das Handy dann, sage ich mal, für 800 verkauft. Dann müsstest du... Ich sage nicht, dass man das auf keinen Fall machen würde. Ich würde es verstehen, wenn du, keine Ahnung, mit diesem Geld irgendwo bei unangenehmen Leuten deine Schulden bezahlt hast. Weißt du, was ich meine? Aber... In welcher Lage warst du denn, dass du diese absolute No-Go-Notlösung genutzt hast? Weißt du, was ich meine? War das schon, warst du in einer Lage, wo du nicht mehr rauskamst? Oder war das einfach nur, du warst süchtig? Es war schon ein bisschen später. Also wie gesagt, es hat so angefangen mit 18, dann mit 19, 20 ging es halt so richtig los. Da habe ich wirklich mein komplettes Gehalt verzockt. Da habe ich auch nicht mehr zu Hause gewohnt. Hatte ich auch ein, zwei, also ich hatte sogar einen Kredit auf jeden Fall. Mit 10.000 ungefähr, wo ich eigentlich für die Wohnung genommen hatte, damals bei der Bank. Davon habe ich eine Couch gekauft und einen Fernseher, den Rest habe ich verzockt. Dann fängt es halt so an, keine Ahnung, das ist der 5. im Monat, du gehst zu deinen Eltern, sagst, du brauchst Geld, weil irgendwie was schiefgelaufen ist mit Überweisung. Ja. Etc. pp. Dann nimmst du dir da Geld, dann leistest du dir von Freunden Geld.
Dann will irgendeiner wieder Geld und dann fängt es halt an. Nimmst du Handys, verkaufst du 800 Euro, wie du sagst, zum Beispiel 400 Euro, probierst irgendwie Schulden zu bezahlen, was halt eigentlich nichts besser macht, und die anderen 400 verzockst du, weil du denkst, du wirst. Ja, ja. So ist halt so, ich weiß nicht, wie man es erklären soll. Das ist so ein schleichender Prozess. Man zockt einfach. Man wird, man, keine Ahnung, man war in der Spielo, man kommt nach Hause, man fragt sich, wie kann man Geld besorgen. Man will weiter spielen. Bist du auch mal höher gegangen als Spielothek, so ein richtiges Casinos? Ja, Spielbank. Ja. Spielbank, natürlich. Crazy. Also schon eine kranke Story, die ist eigentlich schon, das ist schon echt krass. Meine Cousine hat damals geerbt und hat bei meinen Eltern ein paar Sachen gelassen. Mhm. Weil die das halt so ein bisschen, sag ich mal, ne? Und als meine Eltern im Urlaub waren, bin ich hingegangen, hab da ein, zwei Sachen genommen und die halt bei einem Juwelier verkauft und bin damit in die Spielbank zum Beispiel. Krass. Du hast die Sachen von der Familie verkauft und ja, dann damit und verkauft, ja. Krass. Und, wie viel irgendwann war es halt... Ja, erzählen wir. Wieder? Alles gut. Irgendwann war es halt so... Keine Ahnung. Ich habe halt hier, wie gesagt, alleine gewohnt. Und habe meinen Strom nicht mehr bezahlt, ein Jahr lang. Habe meine Kreditsummenraten nicht bezahlt. Habe eigentlich nichts mehr bezahlt. Habe nur mein Geld am ersten genommen, abgehoben, bin spielen gegangen. Und so kam es halt irgendwann raus. Ich sag mal, es ging so eineinhalb Jahre gut. Und dann hatte ich auf einmal einen Schuldenberg von 35.000, 40.000. Hattest du in der Zeit eine Freundin? Ja. Hat sie davon was erfahren? Ja, natürlich. Also daran ist im Endeffekt die Beziehung kaputt gegangen. Was mich auch heute noch... Ziemlich nimmt. Belastet, sagen wir mal so. Ja, ja. Hast du noch Kontakt irgendwie zu ihr oder weißt du noch was von ihr? Man sieht sich ab und zu, ja. Aber nicht mehr so, dass man schreibt oder so. Man trifft sich irgendwo, man redet, aber mehr auch leider nicht mehr. Was war das Höchste, was du an einem Tag verzockt hast? 3.000, 4.000. Und was war das Höchste, was du an einem Tag gewonnen hast? 12, 14, so in den Dreh. Du hast mal 14.000 gewonnen? Ja, Online-Casino damals. Aber ich glaube, ich habe nur 4.000 ausgezahlt, 10.000 verspielt, 100 Euro fach Gibi. Wollte mehr. Wie hast du diese 14.000 Euro gewonnen? Also ich habe hier, das war sogar tatsächlich, jetzt, wo ich jetzt chill auf der Couch hier, mit meiner Ex damals, ich habe mich halt umgedreht mäßig, hatte, keine Ahnung, 200, 300 Euro auf dem Online-Casino gehabt. Habe die ganze Zeit gespielt, irgendwann hatte ich ein Taui drauf und habe Dragon Treasure gespielt, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, auf 10 Euro wahrscheinlich und habe... Freispiel bekommen, hab den Kopf genommen und hab zweimal vier Köpfe bekommen. Dann hat's halt geknallt. Aber Bruder, wo du diese 14k bekommen hast, warte kurz, sorry, wo du diese 14k bekommen hast, du hättest ja mit 10k schon sehr viele Schulden bezahlen können, oder nicht? Ja, aber das bockt einen doch in dem Moment. Denkst du, also niemals könnte ich mir vorstellen, dass du an deine Schulden denkst. Du hast 10k und du willst richtig reinbretten. Nein, denke ich. Also ich kann's mir vorstellen. Wallah doch, jeder Zocker denkt an seine Schulden. Nein. Ma, weiß ich nicht. Nicht jeder, Bruder. Nicht jeder. Walla, Bruder, nicht. Du weißt doch, was du offen hast. Ich weiß, bei wem hast Bruder, du bei den Leuten Schulden? Bruder, mein Moderator seit 4 Jahren, Bruder. Ich hab den nie wieder gesehen. Ich hab den damals Geld geleistet zum Spielen. Weil ich er weiß. Nie wieder gesehen. Weil er weiß. Hier, Bruder, weil er weiß. Mein Chat? Weil er weiß, du verdienst 50.000 Euro im Monat, Junge. Du wirst ihn niemals nerven. Andere Leute nerven am Räumen. Die Leute zocken doch, damit sie diese Schulden rauskriegen, Digga. Ja, aber diese Leute, sag ich ehrlich, irgendwann hören die auch auf zu nerven. Hattest du bei Leuten Schulden? Klar, Familie, Freunde, immer noch. Wie viel Schulden hattest du so? Was war die größte Summe an Schulden, die du einer Person... Eine Person? Ja. Niemals war der gestern bei Danny im Chat. 17 Mille, bei meinem Vater. Ja, aber Vater zieht nicht, Bruder. Das ist so andere Schulden, Bruder. Ja, aber Bruder, du denkst an Pablo Escobar, dass du an den Tisch gehst, wo die Laterne... Nein, ich denke nicht daran, Bruder. Ich denke nicht daran. Wenn du es mir nicht bringst, dann mach nur... Nein, aber Bruder, Schulden bei Vater ist was anderes wie Schulden bei einem Freund. Das sind zwei verschiedene Welten, Digga. Auch. Das stimmt. Ich war halt nicht bei so einem Kredithai oder so, wie ihr denkt. Ich habe schon von Freunden und so geliehen. Zum Teil natürlich zurückbezahlt. Aber vor 2-3 Monaten zum Beispiel hat mir einer geschrieben, ehemaliger Arbeitskollege. Achso, der hat sich 2 Jahre nicht gemeldet. Irgendwann hat er halt aufgegeben und hat jetzt auch gemeldet, weil er ein bisschen bremsliche Situation hat. Und kommt jetzt mit dem Geld, ne? Wie viel musst du ihm geben? Bruder, nicht viel, Taui. Ich habe jetzt auch schon die Hälfte bezahlt. Ja, ich bin ja, wie gesagt, raus. Ich zahle immer noch Schulden ab bei meinen Eltern halt. Größtenteils. Und hier und da mal, wenn ich was kann, auch an andere Leute, wie jetzt ihn zum Beispiel. Bist du hardcore raus? Ja, komplett. Bro, ich sag, hast du eine Therapie gemacht oder hast du einfach gesagt, ey, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr? Es war so, wie gesagt, es kam irgendwann, sind ein paar Briefe halt aufgetaucht. Dann hat meine Mutter das gecheckt und
Dann habe ich halt erst mit meinen Eltern geredet und wie halt, also meine Mutter hat meine Ex damals auch sehr gemocht. Mhm. Und die konnte es nicht mit sich vereinbaren, so sie anzulügen, hat sie ihr erzählt. Dann habe ich auch mit ihr geredet, habe mit meinen Eltern geredet, keine Ahnung, Oma, Opa, mit Freunden. Mhm. Und natürlich wollen alle erstmal nur das Beste für dich, aber in dem Moment hat es mich auch nicht gebockt. Ich habe weitergemacht. So, habe gedacht, nee, scheiß auf euch, ich mache mein Ding, ich komme da schon irgendwie raus, was ja natürlich nicht der Fall war. Ja. Und dann, als die mich halt damals verlassen hat, hat so ein bisschen Klick gemacht, sag ich mal, in meinem Kopf, und ich habe mir Hilfe gesucht. Bin zu einem Therapeuten gegangen. Also ich war jetzt nicht 3 Monate auf Therapie. Ich bin einmal die Woche zu ihm gegangen. Mhm. Manchmal zweimal, je nachdem, wie ich mich gefühlt habe. Der hat mir halt, sag ich mal, Methoden oder Tricks erklärt, gezeigt, wie man sich ablenken kann. Weil prinzipiell werde ich das Ding nie wieder los. Das ist wie ein Alkoholiker oder so. Wenn du einmal gespielt hast, da richtig drin warst, dann kann jeden Moment passieren, dass es einfach Klick macht und du bist wieder drin. Ja. Und man muss sich halt irgendwie ablenken. Man muss sich öffnen können gegenüber anderen. Und man muss halt irgendwann... Da hat man zu mir gesagt, das ist so, wie wenn du einen Rucksack trägst. Du hast einen Rucksack, wo all deine Probleme drin sind. Du kannst, das fickt dich ja physisch und auch psychisch. Also körperlich macht sich kaputt, weil du kannst nicht schlafen. Mhm. Dein Kopf dreht sich die ganze Zeit und physisch sowie, psychisch sowieso, weil du immer dieses Problem hast, du willst was besorgen. Du lügst ständig jeden an, egal ob Freunde, Familie, Arbeitgeber. Mhm. Oder wenn es hart ist, dann beklaust du jeden, du lügst jeden an, egal in welcher Situation, wo du gerade bist. Du bist in der Spiel, wo du sagst, keine Ahnung, du bist gerade mit deiner Freundin essen. Obwohl deine Freundin wo ganz anders ist. Ja. Du sagst, du bist bei Mama und Papa, obwohl du einfach in der scheiß Spiele hockst und dein Geld spielst. Wie so ein Bastard. Wie ein Bastard, ne? Ja, ist wirklich so. Und dann, du kommst rein, 10 Minuten, 15 Minuten später, du hast alles verloren, du denkst dir, Bruder, was habe ich eigentlich getan? Und eine halbe Stunde später, du bist auf der Jagd nach dem nächsten Fuffi und spielen zu gehen. Oder nächsten Huni oder keine Ahnung. Und wie gesagt, dann bin ich zu dem Mann gegangen, hab mit dem geredet. Ging ungefähr ein halbes Jahr lang. Und seitdem gehe ich auch nicht mehr zu dem und bin auch seitdem trocken. Aber wenn ich jetzt übertrieben krasses Verlangen hätte, wieder spielen zu müssen, dann würde ich auf jeden Fall wieder dahin gehen und mir helfen. Hat der Mann dich Geld gekostet? Nein. Wie, weshalb denn, der Mann? Der war von der Diakonie, der Mann. Also man konnte, ich habe da diese Hotline damals angerufen, 0180, keine Ahnung, wegen Spielsucht. Und die haben dir, geben dir verschiedene Adressen oder Boah, geil, Alter, ja. Das gibt es ja immer noch. Leute, die ehrenamtlich sowas machen. Bruder, du kannst für umsonst einfach Spielsucht beraten lassen. Das ist brutal, krass. Digga. Ja, hey, wie bist du darauf gekommen, Bruder? Pat, wie bist du darauf gekommen? Wie hast du das gefunden? Durch meine Eltern. Also ich hab dann, da gibt es halt, keine Ahnung. Ah, okay. Noch nie, aber du googelst, keine Ahnung, ich bin spielsüchtig, dann kommt direkt eine Nummer vom Deutschen. Da wurde den Arsch gefickt, ja. Bundesministerium für keine Ahnung was. Dann rufst du da an und die tun dich halt weiterleiten oder empfehlen dir Leute bei dir in der Umgebung. Das Ding ist aber, wenn du zum Beispiel richtig in Therapie gehst, für, ich glaube, das geht 3 Monate mindestens, das kostet natürlich Geld. Das tut die Krankenkasse. Ja, das kostet safe. Ja. Wie lange hast du gezockt? Jetzt in deine ganze Karriere? 5 bis 6 Jahre so in dem Dreh. Also ich habe 2021 20, kurz nach Weihnachten habe ich aufgehört. Hm. Also ich habe mich auch sperren lassen. Ich habe eine Frage. Wenn ich wollen würde, Erzähl mal, du hast sperren lassen? Ja, du kannst dich halt sperren lassen in Deutschland, dann kannst du nicht mehr zocken gehen. Oder diese sperren lassen ist tough, nicht, bitte. Du kannst von deinem Freund Ausweis nehmen, dann kannst du auch wieder. Das ist eh alles Kinderverarsche. Aber warte, warte kurz, ich habe eine Frage. Ich auch online nicht mehr. Ja, bitte. Was war dein Peak an Schulden in Euro? Ich kann es halt, man kann es schlecht so genau sagen, aber ich sag mal, also nur Schulden, die ich Unternehmen geschuldet, also nicht meinen Eltern oder so, sondern, also ich hatte damals bei der Bank Schulden und halt alles zusammen, auch Strom und so. Auch Eltern. Mit Eltern, mit Eltern. Du mit hast Eltern, einen Peak, ja, wo du gesagt hast, ey, krank, das ist die Summe. Das war nicht mal, ey, krank, das waren 35.000, 40.000 und dann habe ich halt angefangen, jetzt, das schon krank. Jetzt seit 3 Jahren zahle ich das schon 100%. Ich sage dir, wenn ich jetzt 40.000 Schulden hätte und und das sind Schulden nicht mal, dass ich irgendwie meine Wohnung abbezahle oder irgendwas oder ich etwas davon habe, es tut schon weh, 40.000. Also, hast du an Insolvenz gedacht? Junge, was laberst du? Bist du dumm? Was, hast du überhaupt eine Ahnung, wovon du redest? Ja, er labert Bruder, weißt du, was Insolvenz ist? Er hatte doch bei Sparkasse und so hat er Schulden gemacht. Weißt du, was Insolvenz ist? Ja, natürlich. Was ist denn Insolvenz?
Du bist, du hast kein Geld mehr. Okay, und dann lässt sich dein Freund und dein Vater in Ruhe, oder ich was? Ich rede doch von der Sparkasse, er hat doch auch da Schulden gehabt. Das war Santander. 20.000, 30.000. Nein, doch, das wie war... Warum, wie hast du da? Santander hat sich ungefähr, ich habe am Anfang ein bisschen Rate bezahlt, ich glaube 8.500 hatte ich offen. Ja, okay, das aber ich dachte, also... 8.500 macht man doch keine Insolvent, nein, Bruder. Ja, aber sag dir ehrlich, also bei 20.000 oder so? Was nein, ist denn die Insolvenz Mann. Noch in Deutschland, 3 Jahre Insolvenz? Oder Insolvenz ist, wenn du richtig Mutter gefickt hast von Geld und dann fährst du viermal gegen Mann und sagst, ich bin insolvent, aber das aber macht man nicht ehrlich, so wegen 8.000 Euro. Bei 20.000, Alter, 3 Jahre... Nein, Mann, das macht kein Mensch, Junge. Doch, es gibt Leute, Bruder, die das bei 20, 30 schon machen. Bruder, du kannst 20, Leben, Bruder, du kannst, Junge, ich du weiß, kannst dass du 20, so denkst, ich denke auch wie du, aber es gibt diese du Menschen, kannst Bruder. Jeden Monat 50 Euro machen, wenn du gefickt bist, Digga. Das hat keinen Sinn bei so einem niedrigen Summe. Ja, aber dann kannst du immer noch auch dann viel verdienen oder machen die dann Auge drauf, oder? Das ist alles so. Insolvenz, weißt du, was Insolvenz ist? Du sagst hier, cancel. Ja, viermal gegen Wand. Ich weiß, naja, das ist cancel. Du wirst nicht canceled. Mehr so krass, wie du denkst. Insolvenz sind trotzdem, ist noch 3 Jahre. Ja, ist trotzdem klar, 3 Jahre, bist du gecancelt. Ja, du hast noch einen Eintrag und ist das, ja. Menschen nehmen das in Kauf, es gibt diese Menschen. Oder was ich wissen will ist, oder was ich nur sagen will ist, diese, guck mal, ganz wichtig zu erwähnen, weil das machen Zocker am meisten. Mein ganzes Umfeld sind Zocker, Bruder. Dieses Sperren lassen, es ist keine Hilfe. Das heißt nicht, dass du aufhörst mit Zocken, das ist einfach nur... Kurz für den Moment, du bist sauer, aber wenn du willst, kannst du eh wieder zocken. Das, was du richtig gemacht hast, ist, du hast dir diese Hilfe genommen, diese Telefonnummer. Auch an den Cutter, wenn das hochgeladen wird, mach mal bitte diese Telefonnummer, direkt erste Beschreibung. Ja, das ist der einzige Ausweg, Bruder. Bei mir auch. Diese Sperren lassen und so, das ist, hört auf damit, das bringt nichts. Weil wenn du sowieso vom Kopf her nicht mehr zocken gehst, dann brauchst du dich doch nicht sperren lassen. Dann weißt du doch selber, dass du dumm bist, wenn du da reingehst. Weißt du, was ich meine? Ja. Das Ding ist so, wenn du unbedingt zocken willst, findest du immer einen Weg. Egal, ob du gestört bist, egal was. Es gibt immer einen Weg. Tumulo, keine Ahnung, ich wohne in der Nähe von französischer Grenze, fahr ich nach Frankreich, kann ich zocken gehen. Ja. Warum so, gibt es weißt, auch nicht, meine, also, guck mal, man lässt sich ja sperren, aber es gibt doch immer noch Cafés, Shisha-Bars. Yeah. Also, so Ding gibt es ja immer noch diese Automaten. Yeah. Oder diese Möglichkeit gibt es immer. Da musst du ja keine Kontrolle machen. Doch, mittlerweile, die haben auch diese Automaten. Du musst Ausweis durchziehen. Nein! Doch. Sogar Tankstelle, überall. Du musst immer Ausweis durchziehen. Ja. Bist gesperrt, kommst nicht rein. Aber hast du einen Kumpel dabei, nimmst deinen Ausweis. Ja. Sogar in Shisha-Bars. Shisha-Bars auch, ja. Also wenn die alle legal handeln, dann müssen die dieses Gerät haben. Ja. Was hast du so ein Gefühl jetzt, wenn du so... Bekommst du manchmal Lust zu zocken? Natürlich. Wenn du so Knopf-Videos anschaust? Gar nicht. Aber ja, klar. Ab und zu, natürlich. Und wie gehst du damit um? Es gibt verschiedene Wege. Also ich gehe meistens irgendwie zum Sport oder treffe mich einfach mit Freunden und unternehme was. Also es gibt auch so Schmerztherapien, dass man sich selbst, sag ich mal, irgendwie, es hört sich krank an, aber so leicht. Ja, davon distanzieren wir uns. Alles gut, oder? Ja, also jetzt nicht, was? Ne? Man schlägt sich jetzt nicht oder so, aber man zwickt sich oder so, um abzulenken. Zum Beispiel, das hat der Typ damals zu mir gesagt, habe ich nie ausprobiert. Ich bin einfach zum Sport gegangen, habe mich abgelenkt oder wie gesagt, treffe mich direkt mit Freunden oder gehe ab, irgendwas. Also gar nicht den Gedanken weiterführen. Direkt irgendwie was anderes machen. Aber du hattest nie Wettsucht, oder? Das war nur Spielothek, reine Spielothek. Wir haben noch einen mit Wetten. Ja, dreimal Tipico, wo dreimal gefickt habe. Nee, passt schon. Also verfolgst du auch, glaube ich, keinen Fußball so richtig, oder? Oder das ist das, ich sag euch, das ist Dauerkarte alles, aber Tipico juckt mich nicht. Und da war ich auch mal in NBA richtig krass drin, wenn du nicht getippt hast. Bruder, es hat so keinen Spaß gemacht, dieses Spiel zu gucken, wenn du aktiv geguckt hast. Bruder, wirklich, das ist heftig. Diese Sportwetten sind wirklich heftig. Weil du verlierst einfach, wenn du nicht wettest, du verlierst einfach die Lust dabei zuzugucken. Du hast dieses Gefühl nicht, du fieberst nicht mehr so krass mit. Und das Schlimme ist, du willst nur gewinnen, um mit diesem Gewinn noch dicker zu tippen. Du willst gar nicht gewinnen, weil du etwas kaufen willst. Ja. Genau so ist das ja bei Spielothek auch so, Bruder, in diesen Casinos, Digga. Bruder, Tippen nimmt man nicht so ernst. Das ist einfach man denkt Fußball, man verbindet Sport damit, man trägt noch am besten noch ein Trikot und sagt, man verfolgt seine Mannschaft. Bruder, Tipico ist sehr, sehr gefährlich, Alter. Tipico, boah. Ja, Tipico ist crazy. Sportwetten kann ich nicht sagen, aber Casino auch sehr gefährlich. Du verlierst sowieso und wenn du mal was gewinnst, dann dauert es keine 24 Stunden, ist die Kohle wieder weg. Ja, sag ich dir. Oder ich war Las Vegas im Casino, Jungs. Ich guck auf die Uhr. 5 Uhr morgens.
5 Uhr morgens. Morgens. 5 Uhr morgens. Ihr versteht das nicht. 20 Uhr, du gehst rein, du guckst auf die Uhr, hast das Gefühl, du hast schon zweimal gespinnt. 5 Uhr morgens. Das wollte ich dingen. Bruder, die Atmosphäre in einem Casino, das haben die auch in der Doku gesagt, das ist ja immer eine Atmosphäre, wo du, also das ist ja alles immer dunkel, wo du nicht weißt, wie viel Uhr es gerade außen ist. Was gerade überhaupt keine außen Uhren. Abgeht. Das es gibt keine Uhren. Und keine Uhren. Gibt es genau, keine stimmt. Uhren in Casinos? Es gibt keine Uhren in Casinos. Boah, was für Bastard ist das und krank. Und es wird extra Sauerstoff reingepumpt, dass dein Gehirn wirklich so die ganze Zeit auf Trab ist. Boah, Digga, das ist krank. Mit Sauerstoff ETC, ja. Alter, ich mag den. Viele bunte Lichter, die tun einen animieren oder tun einen faszinieren. Viele bunte Bilder, viel Feuerwerk, keine Ahnung, wenn du was gewinnst. Und im Endeffekt ist um dich herum dunkel. Ein bisschen Musik, relativ ruhig. Auch andere richtige Zocker kommen nicht zu dir und quatschen dich voll. So, kriegst du ja auch, glaube ich, Kaffee und so immer umsonst, oder? Getränke. Ja, ja. In, um dich da Casinos, immer auf Trab zu halten. Casino ja, Spielbank nein. Spielbank musst du bezahlen. Okay. Ja, ich danke dir. Vielen, vielen Dank, Bro. Sehr stark, danke. Aber stark, dass du rausgekommen bist. Ja, ja auf jeden gut. Fall. Riesen Respekt. Jeder, der hier zuguckt oder zuhört und damit ein Problem hat, der sollte sich auf jeden Fall einer Person öffnen, der vertrauen kann und sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Ja, anders wie, alleine kommst du auf gar keinen Fall raus, sage ich so, wie es ist. 100%. Ja, du hast es erst gemerkt, wo deine Freundin Schluss gemacht hat. Da hast du gemerkt, ey, da muss ich jetzt was ändern. Ich habe vorher schon Freundinnen gehabt, alle verarscht. Aber das war schon hart, ja. Ah, ja. Ja, Bro. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück und danke für deine Geschichte. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, Patrick. Mach's gut. Du hast noch. Ciao, ciao. Chat, mach mal eine Umfrage, wer von euch spielt. Und dann mach. Spiel gar wird... nicht, spiel ab und zu und spiel Hardcore, Firma an Band. Und mach noch eine Kategorie, Dings. Arschficken. Monte. Hol mal den nächsten ran. Ich auch. Nächste. Hidi, kannst du den nächsten, warte. Ich zieh den Kopf. Hol den! Hallo. Servus. Hallo, Alex. Servus, Jungs. Du hast Firma richtig in die Wand geschmettert, das höre ich einfach. Er hat Mutter gepickt. Hast du Firma gegen Wand gefahren? Ja, kann man so sagen. Moin, Rede. Alex. Alex, zeigst du dein Gesicht? Ja, also ich bleib anonym, so man weiß, so Alex, okay, 29 Jahre alt, aber okay, komplett okay, aus. 29 Jahre, super. Du hast richtig History, ne? Ja, kann man so sagen. Okay. Ist viel erlebt. Ja, genau wie bei dir, wie bei den anderen, fang einfach direkt mal an, wie du reingekommen bist, dies, das, und dann stellen wir ein paar Fragen. Bei mir hat das Ganze angefangen, da wo ich wohne. Das sind so drei Mehrfamilienhäuser mit unten noch so Gewerbefläche, sage ich mal. Diese Gewerbefläche ist komplett voll mit Casino. Ach, krass. So, du bist so 12, 13, läufst da unten lang, siehst so, okay, alles leuchtet, klingt, siehst Billardtisch, dies, das, tralala. Denkst so, ja, ist schon irgendwie cool. Ich konnte halt nie rein, keine 18 gewesen, dann 18 geworden. Dann so 2-3 Wochen nach meinem Geburtstag, Kollege sagt, ey, komm, lass mal da reingehen. Wir sind da reingegangen, ich hatte auch 50 Euro auf der Tasche. Werft ihn in den Automat rein, spiel auf 10 Cent, Triple Chance, sind 9 Stunden da drinnen. Tschüss. Ja. Am Ende plus minus 0 rausgegangen, nicht gewonnen, nicht verloren. Dann hast du gedacht, okay, aber 9 Stunden Zeit rumgegangen. Hast nichts verloren, nichts gewonnen. Fuck off. Hast du dir gedacht dann so, ey, das ist so ein Entertainment-Faktor, plus minus 0? Ja, genau, war so cool. Einfach. Ja, genau. So, umsonst Kakao trinken. Genau. Zigarette so. Rauchen. Ja, dann hat es aber auch nicht lange gedauert, bis es immer ein bisschen intensiver wurde. Dann ist man mal Wochenende einmal gegangen, zweimal gegangen, dreimal gegangen. Schule blau gemacht, Arbeit blau gemacht, dies, das. Und war dann irgendwann jeden Tag da unten, von morgens, wo es aufgemacht hast, bis abends 0 Uhr, 2 Uhr, wann zugemacht hat. Krass. Dann auch komplett Gehalt verballert. Hab so um die 2000 Euro damals verdient. Komplett alles verballert gehabt. Bin dann hingegangen,
und war auch am Überlegen, okay, wie kann man jetzt Geld machen? Im Freundeskreis damals gewesen, wo man sagen kann, wir waren eh immer so ein bisschen nicht auf der geraden Bahn, so wir haben geguckt, wo kann man dribbeln, dies, das, tralala. Und haben dann mit Beschaffungskriminalität angefangen. Was heißt das, Bruder? Rede mit uns nicht diese Polizeisprache, Bruder. Wir brauchen Dings. Die Aktion, was hast du genau gemacht? Beschaffungskriminalität, dass er sich etwas beschafft, was kriminell ist. Also, rede einfach, Bruder. Rede so klar und deutlich. Ja, wir haben ja, Bruder,